Als diese ersten Aufnahmen um 1900 entstanden, gab es ja noch gar keine großen Musikstudios. Dieses Business entstand ja erst. Was es gab, waren Aufnahmeapparaturen. Aufnahmeapparaturen war also ein Horn mit einem Membran und einem Art Plattenspieler, in dem man die Wachsmatrize bespielen konnte. In der Mitte von dem Membran ist ein Metallbügel angebracht, der nach unten läuft und in eine Nadel mündet. Und bewegt sich dieses Membran, bewegt sich die Nadel. Man kann sich das Einritzen dieser Modulation so ähnlich vorstellen, wie wenn ich ein Messer nehme, ein spitzes Messer, und habe eine Butter. Und dann kann ich auch einfach so eine Rille in diese Butter reinziehen. Hat einen gewissen Kraftaufwand, aber das geht. Natürlich geht das nur, wenn die Butter weich ist. Wenn die vollkommen hart ist, werde ich da ohne Kraftaufwand keine Rille reinbekommen. Also hat man eine weiche Aufnahmematrize, eine Wachsmatrize damals benutzt. Möchte man dieses Repertoire irgendwie zugänglich machen für Leute, die kein Grammophon besitzen und nicht die Originalpressung haben, muss man es heute digitalisieren und kann es dann auf neue Medien zur Verfügung stellen. Dieser Prozess nennt man Remastering. Also das Überspielen der Originalplatten oder Matrizen auf ein digitales Medium. Und jetzt stoßen hier zwei Welten aufeinander. Die akustische Welt, die damals nicht normiert war, mit irgendwelchen Frequenzgängen und Pegel, mit einem vollkommen normierten digitalen modernen Medium. Und was wir hier hören, ist Leo Tolstoi. Aber man hört natürlich auch sehr viele Knacker, Rumpeln und sonstige Störgeräusche. Und für die fertige Digitalisierung werden wir dann versuchen, diese ganzen Geräusche zu eliminieren. Nichts ist so wahr, als dass der Gedanke an die Nähe des Todes alle unsere Handlungen, dem Grade ihrer wirklichen Bedeutung gemäß, für unser Leben einteilt. Die Störgeräusche sind bei allen Platten gleich. Habe ich jetzt aber einen Künstler wie Tolstoi, der recht leise redet und ich spiele das jetzt mit diesem Plattenspieler ab, muss ich viel, viel lauter machen und damit hebe ich alle Störgeräusche an. Lege ich jetzt eine Platte von Caruso auf, könnte ich das viel leiser abspielen, um die gleiche Lautheit zu haben. Und mit diesem Herunterdrehen des Reglers senke ich auch alle Störgeräusche ab. Deswegen ist es relativ problematisch, akustische Aufnahmen von Künstlern heute zu hören, die keine ausgebildete Stimme hatten. Auch ein Grund, warum damals, nur Opernsängern auf Platten vertreten findet und keine Charles Aznavours oder wie sie alle heute heißen. Die konnten erst populär werden, als der Verstärker und die LP erfunden worden sind.